Juliane Werding ist das Mädchen mit dem Kreuz auf der Brust. Untersekundanerin der Beate Mariae Virginis Schule in Essen. Also sie geht nicht so über alles so weg, sie macht sich Gedanken über etwas. Und das finde ich unheimlich gut an ihr. Was würden Sie sagen? Juliane ist immer kontra und die lässt sich auch nichts gefallen von den Lehrern. Und also wenn die Lehrer mal die Schüler ungerecht behandeln, dann sagt Juliane das, während die anderen schön kusch sind. Das finde ich gut an ihr. Naja, ich war mit ein paar Typen gut befreundet und habe sie wirklich gekannt und mich mit denen verstanden. Und wenn die dann so langsam abkratzen, ist das was Entsetzliches, denn mir hat was an denen gelegen, aber nichts zu retten. Kleider zieht sie grundsätzlich nicht an. Sie tanzt leidenschaftlich gern und isst mit Vorliebe grüne Äpfel. Je grüner, je lieber. Was? Bretsche? Was ist das denn? Ach, Bretze. Ja. Glauben Sie, dass man den Krieg vermeiden kann? Das weiß ich nicht. Also, schön wäre es, nicht? Aber so wie die Menschen sind, glaube ich nicht, dass das geht. Der Mensch selber ist zu aggressiv oder wird durch seine Umwelt aggressiv gemacht. Darum wird sich das kaum vermeiden lassen. Halten Sie sich für aggressiv? Ja. Ja. Ja, pass mal auf. Ob das wohl eine Freundin ist, die ihr bei den Aufgaben hilft? Falsch geraten, die Dame ist ihre Mutter. Schauen Sie einmal genau hin. Frau Werding, würden Sie unseren Kameramann mal bitte anlachen? Sich für eine Sache zu engagieren ist immer gut. Auch wenn man fast sicher sein kann, dass das Ziel kaum zu erreichen ist.